Elias Stefanescu für GMP1 TV, hier mit Felix Sturm. Du bist wieder Weltmeister, Felix, zum 5. Mal inzwischen Boxweltmeister, hast Fedor Chudinov besiegt. Wie fühlst du dich jetzt aktuell, wenn du jetzt nochmal das Ganze rekapitulierst? Ist ja jetzt einige Tage her, konntest du es ein bisschen sacken lassen? Ja klar, wenn ein paar Tage vergehen, dann denkt man noch über den Kampf nach. Klar, ein super Gefühl, schönes Gefühl. Ich denke, war ein sehr, sehr guter Kampf von uns beiden, war tolle Stimmung. Die Arena war von der ersten bis zur letzten Sekunde sehr, sehr laut und hat angefeuert. Chudinov hat auch einige Leute aus Russland mit dabei. Das war auch natürlich schön und die ersten Tage waren sehr stressig. Ich war direkt am nächsten Tag, musste ich nach Berlin, Fernsehen, bei der Bild-Zeitung, Frühstücksfernsehen. Dann ging es weiter mit Terminen und so weiter und so fort. Und ja, jetzt im Nachhinein, klar, jetzt genießt man das, man kommt runter, man ist entspannt und man genießt diesen 5. Titel absolut. Ja, war ein sehr actionreicher Kampf. Wie hast du den Kampf an sich erlebt? Was hast du jetzt noch so für Memories im Kopf sozusagen? Die ersten 5 Runden, die waren für mich sehr gut. Die hatte ich auch alle. Vielleicht die 4. Runde, ich habe mir den Kampf 2 Mal hintereinander angeschaut, war vielleicht ein Unentschieden und da habe ich mich sehr, sehr gut gefühlt. Und dann so zwischen der 6. und 6., 7., 8. war komischerweise ein bisschen schwer, aus welchen Gründen auch immer. Und auf einmal kam die zweite Luft und dann zwischen der 9. und 12, bis zur 12. Runde dann war wieder okay. Und da lief es auch gut, da habe ich auch wieder gut getroffen und alles. So, der Kampf, muss ich sagen, ist eigentlich sehr, sehr schnell, war sehr, sehr schnell vorbei. Ich war 10. Runde, da habe ich mich gewundert, weil ich dachte, irgendwie ist es erst 7., 8. Runde. Aber war ein intensiver Kampf. Wir haben beide bekommen, wir haben beide gegeben. Aber alles in allem habe ich mich sehr gut gefühlt. Ich hatte meiner Meinung nach den Kampf gut unter Kontrolle. Klar, Fedor hat auch geschlagen, versucht immer zu antworten. Aber das meiste ging auf die Deckung. Es war kein Schlag dabei, wo ich gesagt hätte, irgendwie der war super hart oder der hat mich in die Bedrängnis gebracht oder der wäre mir gefährlich geworden oder irgendetwas. Ich hatte soweit ein sehr gutes Gefühl und ich hatte den Kampf eigentlich auch soweit immer ganz gut unter Kontrolle. Also du hast dich auf jeden Fall am Ende vorne, am Ende vorne gesehen, so. Ja klar, ich denke, so wie es jetzt die ganzen nationalen und internationalen Boxexperten gesehen haben, die letzten 2 Runden, 3 Runden haben den Kampf entschieden. Ich meine, 1., 2., 3., 4. Unentschieden, 5. die hatte ich dann 9., 11. und 12. das waren klein meine Runden. Und 115 oder 13, ich denke, das Urteil ist mehr als in Ordnung. Manche Leute haben gesagt, ja, Unentschieden wäre okay gewesen mit dem Weltmeisterbonus. Ich meine, jeder hat da seine Sichtweite, das ist okay. Ich denke, ausschlaggebend waren wirklich die letzten 3, 4 Runden und die ersten Runden habe ich gewonnen. Klar, hätte ich den in der 6., 7. Runde noch ein bisschen mehr Gas geben, aber ich konnte mir das erlauben, auch das Gas ein bisschen rauszunehmen, wäre vielleicht nicht diese Diskussion entfacht. Und es gab auch manche schwachsinnige Kommentare von wegen dieser Schlagstatistik. Da wollte ich dich nämlich auf jeden Fall noch drauf ansprechen. Also am Ende hat man gesehen, jedenfalls laut dieser Schlagstatistik gab es, ich glaube, 1000 Schläge oder so hatte er Wahnsinn, insgesamt im ganzen Kampf. Und darum gab es natürlich auch eine Kontroverse, wo viele gesagt haben, also eigentlich hätte ich Chudinov vorne gesehen. Ja, wie hast du es gesehen? Dadurch ist dieses ganze Thema erst entfacht. Ich meine, der hat im Kampf gegen Frank Boglione davor 500 Schläge abgefeuert und da haben die Leute schon gesagt, er hat sehr, sehr viel geschlagen, viel mehr als in dem ersten Kampf gegen mich. Und jetzt auf einmal soll er fast 1200 Schläge geschlagen haben. Und das hat uns sehr interessiert und dann haben wir selber eine Schlagstatistik gemacht und wir hatten in der ersten Runde, also wo angeblich 137 Schläge geschlagen wurden von Fedor Chudinov, kamen wir auf 60 Schläge und das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir wollen nicht parteiisch sein, geben wir ab an unabhängigen Experten. Dann haben wir das abgegeben an einen Editor von Boxrec und der hat gesagt, ich bin auf 62 Schläge in der ersten Runde gekommen. Und wir lassen jetzt den ganzen Kampf gerade auswerten, was da gepunktet wurde, wie und was. Natürlich, die Leute von außen denken, die zählen jetzt nicht jeden Schlag mit, das verstehe ich, dass dann da eine Diskussion entfacht. Aber diese ganze Diskussion ist Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. Im Boxen geht es auch nicht darum. Selbst wenn ich 10 Mal geschlagen hätte, 9 Mal getroffen und Fedor hätte 30 Mal geschlagen und nur 2 Mal getroffen, die Runde gehört mir. Da gibt es keine Diskussion. Und da wurde ein bisschen, das wurde größer aufgeblasen als es ist, meiner Meinung nach.
Und da wurde eine Diskussion entfacht von ein, zwei Personen, die natürlich vielleicht persönlich mit mir Probleme haben oder die irgendwie ein, zwei Amateurkämpfe mal vor 10 Jahren gemacht haben und sich jetzt als Boxexperten versuchen zu outen und versuchen mir Boxen zu erklären. Aber das ist okay, ich kenne diese Situation, ich kenne das seit sehr, sehr vielen Jahren. So ist das, wenn man oben ist, wenn man an der Spitze ist, seit vielen, vielen Jahren gibt es nicht nur Leute, das habe ich schon des Öfteren gesagt, die einen mögen. Es gibt auch einfach Leute, die gönnen dir nichts Gutes, die wollen dich verlieren sehen oder die sehen in jedem Kampf irgendetwas, was nicht in Ordnung war. Das kenne ich, das ist okay für mich. Ich würde gerne einen Namen in den Raum werfen, Axel Schulz. Er kam ja nach dem Kampf zu dir, dann in den Ring, hat seinen Hut sozusagen gezogen, also seine Mütze. Was gibt es dazu zu sagen? Gar nichts. Axel Schulz interessiert mich nicht. Ich meine, meine Karriere spricht für sich und seine Karriere spricht für sich. Ich meine, er ist Kommentator bei Sat.1. Das ist mein Sender. Ich will die ganze Geschichte auch nicht jetzt neu aufbrausen lassen, aber ich meine, guckt euch meine Erfolge an, guckt euch seine Erfolge an, guckt ihr meine Karriere an, guckt ihr seine Karriere an. Und so ein Mann, der kann mir nichts sagen. Gehen wir vielleicht zurück auf den Kampf. Fedor Chudinov und sein Team haben gesagt, sie würden gerne ein Rematch haben, haben gesagt, sie haben sich vorne gesehen. Es gab auch eine Kontroverse mit den Handschuhen. Ja. Fasst das vielleicht für uns zusammen, wie siehst du die ganzen Dinge? Also erstmal, da sind einige Sachen, die gelogen wurden vom Team Fedor Chudinov. Das kann ich auch sehr gerne erklären, warum. Ich war beim Rules-Meeting nicht dabei, also es fing schon damit an, die haben ein neues Team. Wir waren beim offiziellen Wiegen. Keiner der Offiziellen war vom Fedor Chudinov da. Das Wiegen wurde angekündigt. Ich als Herausforderer musste als Erster auf die Waage. Ich stand 3-4 Minuten auf der Waage. Keiner war da. Da bin ich irgendwann runtergegangen. Und nach dem Wiegen, nachdem Fedor gewogen wurde, kamen sie zu mir in die Kabine und wollten, dass ich nochmal gewogen wurde. Und dann haben sie die ganzen Papiere gesehen, haben gesagt, okay, dann ist fein. Da hat man erstmal gesehen, dass sie noch nicht wirklich in diesem Profigeschäft angekommen sind, dass sie da etwas angepackt haben, womit sie nicht vertraut sind. So, dann ging es weiter. Es hieß in dem Statement, Fedor hätte das und sein Trainer hätten die Handschuhe angeprobiert beim Rules Meeting. Das ist gelogen. Weder Fedor noch sein Training waren beim Rules Meeting, sondern der Manager war da. Der Manager hat auch gegengezeichnet, das haben wir alles im Protokoll. Wir haben es auf den Handschuhen. Der Manager war auch bei mir in der Kabine, hat meine Bandagen kontrolliert. Und die wollten genau dieselben Handschuhe wie ich, halt nur ihre Farben. Haben sie alles bekommen. Die als Weltmeister hätten natürlich auch ihre eigenen Handschuhe sich nehmen können. So, bis dahin alles gut, alles fein. So, und dann fing das Thema an, von wegen, wir hätten etwas mit den Handschuhen gemacht. So, erstmal, es gibt einen Supervisor. Der ist weder aus Deutschland noch aus Russland, mit denen haben wir nichts zu tun. Die Handschuhe wurden 10 Minuten lang geknetet, sich angeguckt von dem Manager, hat gesagt, alles klar, die sind sehr gut. Die Handschuhe, das Paar nehmen wir von den 2 Paaren. So, die wurden wieder eingepackt, verschlossen und der Supervisor, mit dem weder wir noch das Team Chudinov haben, was zu tun haben, haben den mitgenommen. Und am Kampfabend haben die ihre Kampfhandschuhe bekommen. Wir konnten gar nicht mehr an die Kampfhandschuhe erstmal rankommen. Deswegen ist diese ganze Geschichte, die versuchen gerade da aufzubauen, um irgendwie Druck aufzubauen, Schwachsinn. So, und dann haben wir uns natürlich auch mit dem Thema auseinandergesetzt, auch Elvis Grant, der Besitzer von Grant Boxing, den ist das natürlich auch, war persönlich für ihn auch ein persönlicher Angriff. Er ist seit 25 Jahren im Boxen, Floyd Mayweather, ob es Wladimir Klitschko, ich, Roy Jones Jr. in seiner besten Zeit, Holyfield, alle großen Boxen in den Handschuhen, das ist noch nie passiert und er hat recht, der hat zu mir gesagt, in weniger als 40 Minuten so die Handschuhe abzukriegen, da muss schon irgendwas Gewaltiges sein. Und dann haben wir bei dem Bildredaktionsbesuch haben wir Bilder gesehen. Auf allen Bildern sieht man, wie die Handschuhe von Fedor am Glänzen sind und wie ein dicker Filter drauf sind. Also ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendjemand was unterstellen will. Es kann sein, es gibt Leute, die benutzen Tigerbalsam, irgendetwas, was brennt, was scharf ist, um sich damit warm zu machen, um sich damit einzureiben. Das ist meine Vermutung. Man sieht einfach, die Handschuhe sind klitschnass auf jedem der Bilder und die Handschuhe sind über den ganzen Handschuh verteilt, nass und haben so einen dicken Filter drauf. Und meine Vermutung ist, die haben sich mit irgendwas eingereibt, das machen viele Sportler, um warm zu werden, um warm zu bleiben, um vielleicht auch ein bisschen wieder Adrenalin hochzuschießen. Es gibt verschiedene Sachen wie Tigerbalsam und Produkte, die einen richtig warm machen, aber die auch dann scharf sind. Und das ist meine Einschätzung dazu.
Ich meine, über den Tragekomfort hat sich keiner beschwert. Jetzt, was hat die Farbe mit dem Tragekomfort zu tun oder wie du einen Handschuh hältst und wie du damit schlagen kannst? Nichts. So, dann, wir haben uns in den Kampf mehrfach angeguckt, ist uns aufgefallen, dass in der sechsten Runde das Tape von dem Handschuh abgegangen ist. Und das Tape, mit dem haben wir auch nichts zu tun gehabt. Die haben ihr eigenes Tape mitgebracht. Und ich frage mich, nach so kurzer Zeit, Runde 10, 11, 12, da geht das Tape mal ab, das kann passieren. Aber schon Anfang der sechsten Runde, dass das Tape abgeht und viel abgeht, das ist auch so ein Signal für uns gewesen, da war irgendwas nicht in Ordnung. Und seine Tapes an den Handschuhen, meine Tapes waren knallrot. Ich frage mich, wie kann es sein, meine Tapes, okay, die kommen an, mit den Handschuhen kommt da meine Tapes, aber wie kann es sein, dass seine eigenen Tapes rot sind? Da sind so ein paar Fragen, wofür es keine Antwort gibt, die gut beantworten können. Und dann kommt das Nächste, die haben die Handschuhe einfach mitgenommen, haben gesagt, wir schicken die ein, dazu hatten die gar kein Recht, die hätten Supervisor übergeben werden müssen, wieder dem Weltverband, und dann hätte man die kontrollieren können, man hätte das zusammen machen können. Von der Seite her finde ich die ein bisschen unfair. Ich verstehe, klar, jeder sieht sich vorne, einer sagt, der Trainer fing da an, ja, das war nicht in Ordnung, ich habe gesagt, guck mal, guck dir den Kampf an, ich glaube, dann wirst du sehen, dass du verloren hast, dass ihr verloren habt. Und ich meine, Fedor kommt zu mir und sagt, du hast gewonnen, ich bin jung, ich komme wieder. Er sagt es zu mir, er sagt es zu Maurice Weber, er sagt es zu meinem Trainer. Ein Boxer hat das Gefühl, guckt dir seine Emotionen nach dem Kampf an. Da waren null Emotionen, Kopf runter. Es war ein knapper Kampf, keine Frage. Aber trotz allem, die Hauptrunden, die klaren Aktionen, die klaren Treffer, die hatte ich. Ich meine, wir haben gerade geredet, du hast auch gesagt, ich habe mich vorne gehabt. Internationale Leute sagen, zwei Runden absolut in Ordnung, 115, 113. Ich hätte den Kampf vielleicht in der Mitte noch ein bisschen klarer gestalten können, weil die ganze Diskussion nicht entfacht. So, da gibt es ein, zwei Sachen, klar, woran sich die Leute jetzt aufziehen. Was ich wiederum schade finde, was dem Boxsport schadet, was dem ganzen Thema halt schadet. Und ich finde es einfach auch irgendwo schwachsinnig, auf etwas rumzureiten, was es gar nicht gibt. Ist es denn interessant für dich, dieses angesprochene potenzielle Rematch Nummer 3 dann oder erstmal gar nicht? Wie ich gesagt habe, ob ich schon mal boxe oder nicht, das weiß ich nicht. Ich bin heute hier. Momentan bin ich in Boxrente. Ob ich schon mal boxen werde, da gibt es ein, zwei Varianten Motivation, wo ich schon mal boxen würde. Unter gewissen Voraussetzungen. Fedor hat mir einen Rückkampf gegeben. Ich glaube, ich war extrem unter Strom. Klar, ich wollte unbedingt gewinnen. Ich war unter extremer Spannung. Ich kann noch viel, viel mehr aus mir rausholen. Noch viel mehr Potenzial habe ich drin. Es lief beim Sparring noch alles 100 Mal runder als im Kampf, keine Frage. Ob ich nochmal boxe, wie gesagt, das ist dahingestellt, und ob der Kampf zustande kommt mit Fedor, das werden wir sehen. Das hast du ja nach dem Kampf nochmal angesprochen, du hattest mit uns auch vor dem Kampf gesprochen, gesagt, vielleicht ist das dein letzter, je nachdem, ob du gewinnst oder verlierst. Dann hast du angedeutet, solltest du gewinnen, gibt es ja noch ein paar Ideen, die du hast, unter anderem vielleicht Arthur Abraham. Jürgen Bremer hat dich jetzt rausgefordert vor kurzem, was hältst du von diesen beiden Optionen? Ich meine, Jürgen boxt im Halbschwergewicht, klar, er wird runterkommen mit super Mittel. Jürgen muss jetzt boxen, Arthur hat seine Pflichtverteilung, das wird jetzt schwer genug. So, aber ganz ehrlich, wenn man so jetzt mal offen und ehrlich ist, alle reden über mich, alle wollen gegen mich boxen, das wird schon einen triftigen Grund haben. Aber für mich gibt es keinen Kampf, der mich momentan reizt. Arthur war mal viele, viele Jahre eine Option, letztes Jahr auch noch. Aber ich meine, ich boxe jetzt seit 26 Jahren, ich habe 49 Profikämpfe, 5 Titel gewonnen, ich hatte zig Titelverteidigungen, ich habe schon so viel gemacht. Und irgendwann muss man sagen, ist gut. Wenn wirklich was Interessantes kommt, für mich gibt es noch eine Motivation, im Ausland nochmal zu boxen, ein, zwei bestimmten Städten in der Welt, da würde ich gerne nochmal boxen und einen großen Kampf machen. Aber ob ich es mache, so momentan ist die Motivation nicht da, momentan genieße ich einfach das Leben mit meinen Kindern, mit meiner Frau. Ich genieße das, was ich mir neben dem Sport aufgebaut habe. Das läuft sehr, sehr gut. Und da arbeite ich sehr intensiv dran. Jetzt erstmal, wir fliegen in Urlaub, in die Sonne, wollen uns entspannen, wollen alles genießen. Und dann, wie gesagt, entscheide ich das ganz spontan aus der Situation rein. 49 ist eine schöne Zahl, 50 ist auch eine schöne Zahl, 51 ist eine schöne Zahl. Aber vielleicht bleibt es bei der Zahl 49. Und ich bin sehr zufrieden mit meiner Karriere. Und ich brauche niemand mehr was beweisen, ich muss mir nichts beweisen, ich muss niemand anders was beweisen. Und wenn ich nicht mehr boxe, bin ich fein. Wenn ich schon mal boxe, bin ich auch fein. Egal wie und egal was, es wird gut für mich sein. Okay, du hast dir auf jeden Fall den Urlaub verdient nach dem tollen Kampf. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Olympia, hast du bestimmt mitbekommen, ist ja jetzt in Zukunft auch erlaubt, als Profi zu starten. Nicht unbedingt du jetzt, aber findest du das Thema an sich gut oder wie ist deine Meinung zum Ganzen?
Wenn es gut fürs Boxen ist, ist klar, finde ich auch gut, wenn es das Boxen interessanter macht, wenn dadurch Profis oder Amateure, die Profis geworden sind und nicht so klar gekommen sind, im Profibereich wieder zu den Amateuren kommen und bei Olympia teilnehmen können, sich nochmal neu positionieren können, ist es gut. Und wenn es das fürs Boxen allgemein interessanter wird, finde ich es auch gut. Alles, was für diesen Sport positiv ist, finde ich gut, allgemein für den Kampfsport. Ich meine, man sieht jetzt den Hype auch im MMA. Egal in welchem, Thai-Boxen, Kickboxen, egal was es geht beim Kampfsport, alles was positiv für die jeweiligen Sportarten ist, finde ich gut, weil ich finde einfach die ganzen Kämpfer untereinander oder die, die ich kenne hier in Deutschland, im Ausland, die haben es verdient, Anerkennung zu bekommen, die haben es auch verdient, auch Millionenbörsen oder irgendwo sich abzusichern nach der Karriere und nicht irgendwie nach 20, 25 Jahren Kampfsport mit kaputten Knochen und mit sehr, sehr viel Fleiß, Ehrgeiz, Leidenschaft dann aufzuhören und dann eventuell nochmal eine Ausbildung machen zu müssen oder gucken, wie die klarkommen. Ich finde, all die Leute, egal welcher Sportler es ist, selbst Leute, mit denen ich nicht so in meiner Karriere klargekommen bin oder die auch über mich gelästert haben und so, aber trotzdem, ich gönne den Leuten, dass die nach ihrer Karriere abgesichert sind, dass die entlohnt werden für das, was sie investiert haben, groß entlohnt werden, weil ich sage es immer wieder, Fußballer, Basketballer, alles hart, alles fein, aber das, was wir machen, Boxen, MMA, Kickboxen, Thai-Boxen, das ist mit nichts vergleichbar. Es wird nie mit irgendetwas vergleichbar sein. Deswegen, jeder, der in den Ring steigt, egal in welcher Sportart, hat den größtmöglichen Respekt verdient und hat auch das größtmögliche, was er daraus rausholen kann, an Erfolg, an finanziellen Mitteln, um sich abzusichern, um groß zu werden. Kontakte, egal wie man es jetzt wendet und dreht, was man sich darunter vorstellt, der hat es verdient, weil das, egal welcher Sport es ist, er ist extrem hart. Perfektes Schlusswort. Wir danken dir vielmals für deine Zeit und wie gesagt, genieß deinen Urlaub. Bis bald. Bis bald.